vorgestellt. Egypt, Old Kingdom, ja, von Clarus Victoria. Danke für den Key nochmal. Ich habe es vor 7 Monaten schon mal vorgestellt. Ich bin nochmal darauf zurückgekommen, weil ich damals gesagt habe, wir machen noch eine zweite Runde. Ja, leider gab es zwischenzeitlich natürlich nach 7 Monaten auch mal Updates und der alte Spielstand war leider nicht mehr geeignet zum Laden und ja, da habe ich es nochmal neu angefangen. Wir haben eine neue Aufgabe, neue Siedlung sollen wir haben. Wir brauchen 5 Leute in unserem Stamm und eine Belohnung kriegen wir von 10 Essen und Dingens. Das ist unser Ziel des Spieles dann, um größer zu werden, oder wie ist das? Ja. Und dann, das ist das. Okay. Und ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir 5 Leute bekommen. Allerdings ist das ja gar nicht so leicht. Wir müssen mal schauen, dass wir hier erstmal unseren Mann vielleicht hinziehen. Dann können wir hier gewisse Dinge machen. Fruchtbare Lichtung. Die sollten wir vielleicht mal ernten. Damit wir unseren Vorrat vergrößern. Das ist schon mal gut. So, dann müssten wir unsere Population steigern. Arbeiter erschaffen. Der kostet uns hier 10. Wir haben 11. Können also einen hinzunehmen. Ist nur die Frage, ob wir uns das leisten können. Je Runde kostet uns 1 dann. Ja, aber wir müssen expandieren, ne? Also das dauert jetzt 3 Runden, bis das, nee, das schafft man nicht, dann verhungern wir ja. Also sollten wir vielleicht niemanden dazu nehmen in der ersten Runde, weil wir haben Malus. Holen uns da erstmal was rein in 3 Runden. Nee, wir müssten erstmal schauen, dass wir so weiterkommen. Kulte gab es ja wohl noch nichts, oder? Doch, gibt es. Aber wir können niemanden, oder können wir jemanden verehren? Nein, geht noch nicht. Gut, Technologien sind wahrscheinlich dann genauso wenig möglich, weil das ist ja schon entdeckt und gemacht hier. Na, Details könnte man angucken, aber das ist jetzt nicht wichtig. Dann gehen wir definitiv in die nächste Runde, hat ja anders keinen Sinn. Aber bevor wir verhungern, mussten wir erstmal warten. Teure Erkundung. Ja, klar, ne? Da freue ich mich die Informationen über nahegelegene Länder rein. Ja, kennen wir wohl. Benachrichtigungen gibt es auch. Das ist hier rechts. Haben wir ja. Unbekanntes Territorium. Achso, das ist das, was auf der Karte ist. Ist keine Benachrichtigung. Ja, wir müssen weiter gucken. Dürreperiode ist immer noch aktuell. Das ist nicht gut. Wächst nicht so schnell. Herrscher. Wachstum plus 10. Das ist unsere Aufgabe, oder? Und Aufgabe neu. Nee, das ist unsere Aufgabe. Tutorial ist klar. Kammerbewährung kennen wir schon. Sollen wir das jetzt machen, oder was? Mausrad ist klar, kann ich rauszoomen. Links, rechts. Uff, das steht da wohl nur. Rechtsklicken bringt aber nichts, dass es weggeht. So, wie weit sind wir? Wir müssen immer noch hier schauen, dass das noch alles mehr wird. Er ist noch beschäftigt. Wir können nichts weitermachen. Nächste Runde, würde ich sagen. Ja. Teure Bevölkerung. Ja, das war mir klar. Genau, aber leider können wir da nichts machen, weil wir könnten zwar einen schaffen, aber wir haben ja jetzt hier erstmal, wir brauchen mehr Nahrung, damit das klappt. So, und das bedeutet, wir machen noch eine Runde, bis das hier fertig ist, oder? So, jetzt müssten wir ja, jetzt haben wir hier schon ein bisschen mehr bekommen. So, das ist auf 0. Wenn wir jetzt einen dazu nehmen, geht das aber wieder in den Minusbereich, ne? Aber, ja, was anderes bleibt uns nicht höher. So, da kann man natürlich dann was machen. Lass uns erstmal hier weiter gucken. Steht für Schwierigen die Werkzeuge, Baumaterialien, die wir bauen, einsetzen, Gebäude verbessern. Ist auch klar, das ist Werkzeug. Das macht Sinn, ne? Und hier ist furchtbar, Lichtung haben wir ja. Das war ja hier, das haben wir ja gerade gemacht. So, jetzt müssten wir genau überlegen, was wir hier tun. Wachstum, Werkzeuge plus 0,8. Das andere waren Oliven, glaube ich, ne? Luxuswaren, also. Okay, geht dann auch plus. Jede Runde. Bevölkerungslimit würde sich steigern, wäre auch interessant. Ja, Wachstum plus 1.
Das wäre hier Armee. Würde es sich auch steigern, jede Runde? Bevölkerungsmit auch mehr. Aber für uns ist eigentlich eher interessant, dass wir hier Getreide kriegen, ne? Was machen wir? Ja. Ich glaube, wir machen hier das hin. Und wir machen aber, weil wir jetzt ein bisschen Überschuss haben, noch einen weiteren Arbeiter, den wir hier gerade auf der Karte was entdecken lassen. Und hier dauert es nur eine Runde, dann machen wir das da mal. Und nächste Runde. So. Wir haben noch 7. Ein leichtes Defizit hier. Sollte aber funktionieren, ne? So, was haben wir hier? Ein ägyptischer Stammesfürstentümer. Erst ägyptischen. Und was haben wir da? Neues Gebiet erkundet, das ist das hier, ist auch klar. So, jetzt müssen wir gucken, was wir daraus machen. Wir können diese Ressource dann produzieren. Hyänen sind da, nicht so toll, die muss man bekämpfen. Dickicht kann man wegmachen. Was haben wir denn noch zu entdecken? So einfach, eine Runde, nix. Ja, ich glaube, wir gehen da trotzdem hin, auch wenn die Hyänen da sind. Ja. Die tun uns die Ernte nehmen. Wir steigern dadurch jetzt. Und hier, Dickicht entfernen. Wie lange dauert das? 4 Runden lang. Und die Hyänen? Können wir damit machen? Erfolgschance 30%. Verehren? Nee, das wollen wir nun wirklich, glaube ich, nicht machen. Zähmen? Wollen wir auch nicht machen. Wenn, dann würden wir das machen. 30%ige Erfolgschance. Was hat man hier? Ich glaube, wir machen erst das Dickicht weg, oder? Machen wir das. Hyänen müssen weg. So, gucken wir mal, wer da die Chance hat. Hier sind wir weitergekommen. Oh, wir haben eine gute Ernte. Das ist schon mal eine tolle Meldung. Wieder waren uns gnädig gestimmt. Eine leichte Vorteile. Mikrofon hat uns eine gute Ernte beschert. Wofür sollen wir die überschüssige Ernte verwenden? Festmahl machen, um die Götter zu ehren. Teil der Ernte für alle Fälle aufbewahren. Das ist jetzt die Frage. Momentan haben wir wenig Nahrung. Aber die Götter können uns viel helfen. Machen wir mal das fest. Gott. So. Was machen denn die Hyänen? Die sind noch nicht weg. Es geht da halt weiter, ne, würde ich sagen, oder? Ja, das sind die Tiere. Und da hatten wir die Häuser gebaut, die da uns jetzt einiges Positives bringen. Wir haben noch ein bisschen was in der Runde sozusagen. Aber wir brauchen noch mehr, ne? Aber okay, das können wir hier nächstens erarbeiten, wenn die Hyänen erstmal weg sind. Aber das müssen wir in der nächsten Runde machen, denke ich mal. Oder vielleicht in der übernächsten. Kultur und Technologien. Ah, da haben wir jetzt was Neues. Ja. Da können wir jetzt reingucken und da können wir jetzt hier auch was machen. Happy, Wachstum 10% für 5 Runden, Schutz vor gewöhnlich negativen Ereignissen, Wachstum. Ich glaube, wir machen erstmal hier unsere Nahrung, weil die verehren wir jetzt erstmal für ein paar Runden. Weil dann haben wir nicht ganz so viel Malus hier oben. So, hier können wir auch was machen. Da haben wir Wachstum.
Oh, hier gibt Wachstum für die Katzen. Ich glaube, das ist das Erste, was wir machen werden, weil wir da Nahrung bekommen. Okay, und dann sind wir hier nämlich im Plus 1. Das ist doch sehr positiv. Gut, und dann gehen wir eine Runde weiter. Hoffen, dass wir jetzt die Hyänen mal langsam erwischt haben. Mangel an Material haben wir schon. Okay, wo denn? Okay, 0,2 nur noch. Stämme. Ja, gibt's Nachbarn, das ist klar. Ja. Ne, abreißen wollen wir nix. Das lassen wir mal so. Wir müssen gucken, dass wir vorankommen. Was haben wir hier noch? Und wir können noch mal verehren. Schutz, ja, ich glaube, wir nehmen dann den Schutz vor irgendwelchen schlechten Dingen. Obwohl das auch nicht schlecht ist, aber wir kriegen keine Werkzeuge zusammen. Na, mach das. Zwei Runden verehren wir da. Besser ist das. Und dann geht's eine Runde weiter. Wir wollen mal hoffen, dass wir. Ah ja, ich glaube, die Hyänen sind weg. Das hat gut geklappt. Da ist es. Erstkontakt mit Kanaan. Ich weiß gar nicht, sehen wir die irgendwo welche? Ne, ne, oder? Ne, ist nichts zu sehen. Gut, wir sind aber definitiv unterwegs. Drei Runden noch da. Sonst können wir jetzt gerade nichts machen. Wir können hier aber sagen, er soll jetzt dichtes Gebüsch bilden. Ja, das machen wir definitiv. Kann man aber nicht machen. Was fehlt uns denn? Benötigt Technologie Gemeinschaftsarbeit. Das ist aber schlecht. Dann müssen wir hier gucken. Wo ist denn hier die Gemeinschaftsarbeit? Da ist sie, okay. Dann kommen wir da nicht weiter. Jetzt ist die Frage, wir machen ja erstmal genug Plus. Das heißt, wir können erstmal weiter entdecken gehen mit ihm hier. Machen wir den mal nach da und schauen da weiterhin. Und Runde beenden. Dann haben wir das aufgedeckt. Oh, da sind Löwen. Antilopen sind da auch. Ein Fluss, da gibt es also ab und zu Überschwemmungen. Das ist die Frage, was du da machst, ne? Das Essen geht voran. Wir haben auch noch Werkzeuge. Ich glaube, wir werden jetzt die hier nochmal zum Entdecken auf diese zwei schicken. Macht vielleicht Sinn, oder? Sieht ja gar nicht so schlecht hier oben erstmal aus. Königliche Jagd. Oh, er möchte jagen gehen. Oh, Erfolgschancen sind aber 66%. Ja, komm, dann machen wir das, oder? Zack. Na, da haben wir aber Glück gehabt, ne? Jetzt müssten die ja da verschwinden eigentlich, oder? Göttliche Gunst. Ja, gut. Die sind noch in der Runde zu erforschen unterwegs. Und hier geht's so weit. Was haben wir? Wir haben 10 und kriegen noch plus 0,8. Das reicht aber hier noch nicht. Aber wir können hier was machen. Schutz vor gewöhnlich negativen Ereignissen. Ja, wir machen das nochmal. Verehren den. Und dann geht die Runde weiter und wir entdecken dieses Land. Erster Kontakt, Feigenvolk. Oh, die sind uns feindlich gesinnt, das ist schlecht. Das heißt, wir müssen zuschauen, dass wir jetzt verteidigungsmäßig ein bisschen besser werden hier. Wo sind denn die? Kann man die sehen? Ah, da oben, okay. Ja, da müssen wir schauen, was wir jetzt machen. Wir haben hier 0,5 plus. Der Rest ist noch alles Minus. Müssen wir mal schauen. Was können wir denn hier machen? Ist es Bergland? Wir können da beiden machen. Und dies wären die Produktionswerte. Ich glaube, wir machen das mal erstmal so. Das würde uns dann ja da oben positive Dinge bescheren.
Da können wir beiden machen, ne? Wachstum wird gesteigert und Werkzeuge werden auch gesteigert. Kostet uns 4 Werkzeuge, die wir zurzeit knapp haben. Was fehlt da? Lokale Kulturen. Ah, wir können hier unten erstmal was machen. Handwerk. Lokale Kulturen sind da, okay. Das kann noch nicht entdeckt werden. Okay, das haben wir schon entdeckt. Das würde hier... ich weiß nicht. Ah, hier Wachstum. Das ist definitiv das, was wir brauchen, damit wir aus unserem Mangel an Werkzeugen rauskommen. Das haben wir jetzt auf 0 auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch minimal plus. Weiß ich nicht. Das war schon mal positiv. So, jetzt müssen wir überlegen, was wir dann hier machen. Weitere Möglichkeiten sind das. Das kostet uns jetzt 4. Wir haben aber keinen Malus da oben mehr. Wir würden dann auch ein Plus kriegen. Das heißt, wir machen das. Schicken wir die Runde weiter. Dauert eine Runde. Er ist hier kräftig am Arbeiten. Er arbeitet das hier unten, ja. Jetzt haben wir hier natürlich ein Minus von 3,4 wegen dem Bau. Aber das ist nicht schlimm. Machen wir eine Runde weiter. Wir hätten natürlich jetzt hier noch einen holen können, sehe ich gerade. Aber naja, dann haben wir das halt nicht gemacht. Da holen wir aber einen. So, und jetzt müssen wir überlegen, was wir weitermachen. Entdecken, der baut. Entdecken 3, 2. Ich glaube, wir holen erstmal den hier rein. Weil das bringt uns hier was Positiveres. Ja, da fehlt uns noch die Möglichkeit durch diese fehlende Kultur. Aber wir kriegen das hier unten ja erstmal dazu. Ich mach mal eine Runde weiter. Das ist hier immer noch nicht fertig. Das hat 4 Runden, oder wie war das? Jetzt wird das schwierig. Da haben wir keine Werkzeuge mehr. Verderb. Okay. Ja, das kriegen wir jetzt nicht hin, oder? Das geht nicht, wegen fehlenden Gemeinschaftssinn. Ja, wir machen einfach eine Runde weiter und gucken, was passiert, oder? Löwen haben unseren Arbeiter verstümmelt. Das ist aber schlecht. Der ist weg. Wir haben ihn verloren. Ja, das ist schade. Das heißt, wir müssen erst gucken, dass wir jetzt was sammeln wieder. Die greifen wahrscheinlich da aber auch an, ne? Wir können den aber auch abziehen gerade und was Neues entdecken. Ich denke, das machen wir mal gerade und decken erstmal hier weiter. Und schauen, was da kommen wird. Ja, dann kommt hier auf 0. Okay. Da haben wir Glück gehabt. Da können wir aber wieder was machen und ich glaube, wir machen das gleiche nochmal. Aber der ist ja auch noch da, ne? Aber lassen wir erstmal verehren, weil wieder... Das bringt uns gerade etwas mehr. So, nächste Runde werden wir das entdecken. Dann machen wir doch die Runde weiter. Soweit sieht es eigentlich ganz positiv da oben noch aus. Okay, was haben wir jetzt hier? Sümpfe, Nahrung und Nilpferde. Die zerstören alles. Jetzt ist zu überlegen, was wir dann weitermachen. Da gibt's viel Essen in den Sümpfen, das ist klar. Den müsste man wahrscheinlich trockenlegen. Gucken wir mal rein. Können wir nicht wegen fehlendem Gemeinschaftsarbeit. Und hier können wir die jagen. Können die verehren. Zähmen würde nicht gehen, weil uns da auch was fehlt.
Ja, Nilpferde will man auch nicht zähmen, würde ich jetzt mal sagen, ne? Also wir kriegen jetzt Nahrung da weg. Die machen Gärten und Felder kaputt. Aber wir kriegen erstmal 1,2 dazu. Ich glaube, wir machen das erstmal eine Runde und dann schauen wir weiter. Erkundung ist klar. Was haben wir noch? Neue Gebiete erkundet. Ja, das war das. Gut, dann machen wir hier noch. Haben wir noch was? Okay. Ja, dann müssen wir jetzt voranschreiten, ne? Dann muss das halt hier erst fertig werden, weil das fehlt uns ja noch. Und dann kriegen wir nächste Runde da was frei und dann kommen wir auch mit dem Gemeinschaftsprojekt weiter. Gut, und los geht's. Es ist nichts passiert. Das ist schon mal gut. Nächste Runde haben wir wieder genug Nahrung, dass wir wieder Männerchen nachkaufen können. Und was machen wir? Nix und machen einfach weiter. Ich glaube, das ist gerade vielleicht die beste Sache. Was haben wir denn an Dingens? Da brauchen wir ein bisschen mehr. Hier brauchen wir 4 Werkzeuge. Naja, machen wir noch eine Runde weiter. Ja, das steigert sich ja gerade sowieso nicht. Gut. Aber wir haben jetzt viel Nahrung gerade eingesammelt. Blütezeit von Hierakonopolis. Okay. Und hier. Unsere Vorfahren reisen ins Totenreich. Zusätzliche Bürde minus 1. Ist aber jetzt nicht so schlimm, weil wir genug haben. Gunst. Wachstum göttlicher Gunst. Ja. Okay, Friedhöfe bauen. Den können wir da machen. Müsste man dann überlegen, ob man das macht, ne? Ob das uns weiterhilft. Aber hier hatten wir ja noch was anderes erstmal vor. Wir können auf jeden Fall noch einen holen. Das machen wir auch. Weil wir haben noch plus 1,3 dann und da oben ist ja noch genug angezeigt. Wir können zurzeit nicht bauen, weil uns die Rohstoffe dafür fehlen. Ich glaube, wir setzen ihn hier hin, weil wir dann diese 0,3 kriegen. Dickicht geht nicht wegen fehlendem Gemeinschaftsprojekt. Na, das war ja noch so, ne? Kommt aber bald. So, dann machen wir eine Runde weiter. So, Runde ist schon erledigt. Es ist nichts passiert, zum Glück. Ja, dann lass uns mal hier weiterarbeiten, oder? Nochmal eine Runde. Ja. Oh, die Löwen haben den gefressen, oder was? Einmaliges Festplan. Das aufheben, Nachbarn einladen. Die mit dem Feigenstamm würden wir da... Die sind da. Ich weiß nicht, ob das für uns was bringt. Wir probieren's. Ja, dann sind wir jetzt neutral, oder? Oh, 60% neutral. Das hört sich doch ganz positiv an. Das, ist klar. Armee, ja, eine Armee bräuchten wir irgendwann auch mal, ne? Ja, und die haben uns leider da den Manneken kaputt gemacht. Das ist echt ärgerlich. Die müssen wir also irgendwann mal hier auslöschen, damit es weitergeht, oder? Oh, es gab einen Wissenstausch. Einmal, der kann man 20 da bekommen und verbleibt für eine Runde. Kultur gab's. Mhm. Ja, da bringt's jetzt nicht, da was mit denen anzufangen. Erstmal, das lassen wir erstmal schön sein. Wir müssen Nahrung weiter sammeln, definitiv. Wir haben hier unten aber schon mal
und können jetzt das Gemeinschaftsarbeit machen. Ja, machen wir erstmal, weil dann können wir da definitiv hier das Gestrüpp wegkriegen, ne? Jetzt ist die Frage, wir haben die Löwen hier, das ist unser Problem. Wir machen erstmal hier, dass wir das Plus kriegen, damit wir noch ein Mannequin kriegen. Zwei Runden sind das. Bleibt uns nichts anderes über, müssen wir machen. Und dann, was ist das hier? Schwache Armee, ja, ist klar. Machen wir trotzdem noch eine Runde weiter. Hoffen, dass nichts passiert ist. Was ist hier noch? Ach nee, das ist gar nicht. Okay, da können wir schon wieder was machen. Wachstums- und Kaserne plus 1 und hier oben ist Wachstum. Schaltet Gebäude frei, Friedhof. Ich glaube, wir nehmen erst den Friedhof, einfach aus dem Grund, weil wir da noch was auf der Anhöhe bauen können dann, ne? Hier unten ist natürlich, brauchen wir nicht, machen wir erst so. So, dann kann man das hier schließen und wir können dann hier den Friedhof irgendwann bauen. Allerdings müssen wir uns definitiv gleich um die... Ach, wir können schon einen holen. Wir müssen uns um die Löwen kümmern. Hat anders keinen Sinn. Gehen wir da mal hin und gucken, was wir mit den Löwen machen können. Wir gucken zu, dass wir die loswerden. Die haben uns schon zu viele Einheiten zerstört. Nächste Runde. Nichts passiert, ne? Die sind immer noch am Jagen. Weiter geht's. Nichts weiter passiert. Okay, hier war noch Dürreperiode, ist klar. Und schwache Armee. Ja, das ist alles noch gut. Wollen wir hoffen, dass... Ja, wir haben sie besiegt. Das war wichtig, dass wir die hier besiegt haben. So, jetzt müssen wir noch überlegen, was wir weitermachen. Hier sollten wir nicht bauen. Was machen wir mit den Antilopen? Zähmen könnte man die auch. Ich glaube, das bringt uns aber nicht so viel. Das sind halt Wildtiere, ne? Wir kriegen 10 Nahrung dazu, wenn wir die töten. Hier ist natürlich jetzt nicht so wirklich der beste Punkt. Warte, wir ziehen ihn hier hin, definitiv, und machen erstmal hier das fertig. Bauen die beiden zu Ende, ne? Genau, das ist 2 Runden? Naja, dann machen wir es 2 Runden. Weiter geht's. Heimtückte selbst gestoppt. Glück gehabt. So. Jetzt haben wir hier noch die Möglichkeit, weiter was zu machen. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das heißt, es geht sowieso nur da lang. Dann machen wir das auch. Das haben wir dann entdeckt. Und ja, gucken wir weiter, ne? Kann man das hier irgendwie nach rechts verschieben? Ah, so geht es mit dem Mauszeiger. Alles klar. Da geht's gleich weiter. Wir machen dann hier weiter, weil wir da noch reichlich haben. Ach, wir haben neue Kulte freigesetzt. Ja. Der Segen ist aktiv. Haben wir also noch. Effektiv negative Ereignisse bis 30%. Ich glaube, wir nehmen das hier dann, ne? Wachstum von... Ptah. Verehren wir Ptah. Ist vielleicht nicht schlecht, ne? Gut. So weit, so gut. Nächste Runde, ne?
Memphis. Die zusätzliche Bürde ist dann gekommen, ne? Wir müssen das mit den Friedhöfen jetzt dann machen. Ja. Das wird noch teuer. Aber das war doch hier mit dem Friedhof, oder nicht? Na, dann halt nicht. War das da? Nee. Gut, jetzt ist hier zu überlegen. Ne, abreißen wollen wir das nicht. Vielleicht sollten wir da mal gerade entdecken gehen erst, oder? Die Nilpferde ist die Chance. Vielleicht machen wir das erst. Da. Das heißt, wir haben jetzt hier weniger. Dafür muss der dann aber bleiben. Wir kriegen aber auch hier Werkzeuge. Ja, lass mal so. So lassen wir es erst stehen und hoffen auf bessere Zeiten. Okay, die sind noch am Jagen. Hat sich nichts geändert. Wenn wir den jetzt wegnehmen, könnten wir machen. Ich glaube, wir ziehen mal hier einmal den darüber und forschen da weiter. Gucken, was da für Land frei wird. Okay, das ist ein bisschen anders aufgeteilt. Ich glaube, das ist, bringt uns dann da nichts weiter. Dann setzen wir den aber dahin, um dann doch wieder positiv zu kriegen, um dann vielleicht in zwei Runden spätestens einen neuen Arbeiter zu haben. Was haben wir hier? Okay. Friedhof haben wir immer noch nicht, ne, oder? Was haben wir noch? Und was ist hier? Neues Gebiet erkundet. Ja, ist klar. Das bedeutet eine Runde weiter, ne? Es ist nichts passiert. Geht also wiederum eine Runde weiter. Die Nilpferde sind immer noch nicht... Aha, der ist schon mal positiv. Jetzt haben wir doch haben noch einen Schutz, okay. Der Segen des Ptah ist jetzt zu Ende, okay. Aber wir kommen weiter, machen noch eine Runde beenden. Und die Nilpferde wurden endlich getötet. Das ist gut. Der Sumpf ist in 4 Runden trockengelegt. Ja, machen wir, oder? Machen wir. Dauert eine Weile, aber kriegen wir so hin. So, Hau kann hier erst bleiben, oder? Und wir ziehen ihn hier rüber und kümmern uns um die Antilopen noch. Ja. Allerdings kommen wir ins Minus. Ne, warte mal. Wir warten noch eine Runde. Mach das hier hin, dann sind wir hier wenigstens bei 0. Warten eine Runde, holen ein neues Mannequin raus. Das, was wir jetzt hier kriegen können. Das Gänsevolk haben wir gefunden. Die sind aber vertrauensvoll und freundlich. Okay, dann ist es ja schön. Da ist der Nil, okay. So, wir holen noch einen neuen Arbeiter. Und den setzen wir... Wohin? Hier? Ja, da war das. Um dann dort die Antilopen zu jagen, oder? Kriegen wir 10 dazu. Ja, machen wir. Und dann haben wir hier noch weitere Kulte. Das haben wir alles entdeckt, ne? Dann sind wir hier. Kann entdeckt werden. Schweinezucht. Ja, das macht Sinn, ne? Feigenanbau? Weiden hatten wir da oben. Ich glaube, wir machen das dann. Dann können wir hier die Schweinezucht bauen. Aufbauen. War doch hier, oder? Gut.
haben wir es soweit erst, ne? Die sind am Jagen. Die machen den Sumpf weg. Und die sind da auch am Basteln. Alles ist oben grün. Mehr kann es nicht werden, erstmal. So. Ja, ist nichts passiert. Wir können weitermachen, denke ich. Nächste Runde. Oh, irgendwas ist passiert. Ah, wir haben die Antilopen gejagt. Hier kann man schlecht bauen, steht da ja. Das heißt, das Land ist nicht urbar, richtig. Das ist dann identisch. Dann würde ich jetzt mal sagen, da wir 1,4 da oben haben, können wir das da mal entdecken gehen. Wir könnten jetzt natürlich auch noch einen holen, aber dann hätten wir nächste Runde Malus. Nee, warten wir eine Runde ab. Gut, gleich sind die Sümpfe auch trockengelegt dann und wir haben hier ganz viel neues Land entdeckt. Wo es Bergland ist, wo es fruchtbare Lichtung gibt, wo es Sand gibt. Und das, okay. Jetzt müssen wir überlegen, was wir machen. Der Sumpf ist erstmal trockengelegt. So, Flussaue, fruchtbares Land, vom Nil für 300 bis 500 im Jahr geflutet, mit Bewässerung, Getreidefelder, Flachsfelder. Die sollten wir vielleicht machen. Flachsfelder sind natürlich cool, oder? Ich glaube, wir nehmen die Flachsfelder. Nahrung geht so. Machen wir erstmal. Und er hier. Können wir da jetzt mit der Schweinefarm was machen? Nee. Das Dickicht, das kriegen wir doch jetzt hier weg, oder? Sehe ich das falsch? Es dauert 4 Runden. Wir bekommen einmalig diese 5. Werkzeuge. Lohnt sich das? Wir können das ja auch unterbrechen. Ich glaube, das machen wir. Könnten noch einen holen. Würde funktionieren, glaube ich. Ah, wir haben unsere Aufgabe erledigt. So, Belohnung haben wir gekriegt. Läuft, oder? Neue Aufgabe. Integration der Nachbarn. Ja. 347 in meiner Kulturbelohnung, einmal 50. Jo, das ist das nächste Ziel, was wir dann haben. Gut, aber ich würde jetzt sagen, ich mache das in einem neuen Stück in der nächsten Runde und mache hier erstmal eine Pause. Gucken wir zu, dass wir das nochmal ein bisschen weiter vorstellen, weil das ist irgendwie ein cooles Spiel, kann man ganz toll spielen. Momentan kostet es auf Steam, glaube ich, 15 Euro. Momentan, ich glaube, das kostet immer da 15 Euro. Und ja, vielleicht gibt es das mal im Angebot oder so. Kann ich nur empfehlen, macht richtig Spaß. So für zwischendurch ist es ein ganz cooles Spiel. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Falls ihr noch kein Abo habt, macht das. Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, Glocke anmachen, dann werdet ihr informiert, wenn das nächste Video kommt. Bis dann. Tschüss.